Liebe Mädchen und Buben von den vierten Klassen unserer umliegenden Grundschulen, herzlich willkommen an der Realschule Heiligkreuze Schulwerks der Diözese Augsburg. Hallo, ich bin Thomas Rudischatz, zweiter Konrektor an der Realschule Heiligkreuz. Wir müssen uns leider dieses Jahr damit begnügen, euch einen virtuellen filmischen Rundgang durch unsere Schule anzubieten, denn unser normaler Infotag musste aufgrund der Corona-Krise leider abgesagt werden. Es ist ein bisschen schwierig natürlich, so eine Schule ohne komplettes Publikum zu zeigen. Es ist weniger los als im Normalfall hier. Aber dennoch, denke ich, wird es uns gelingen, mit ein paar Bildern euch zumindest ein paar Eindrücke zu verschaffen. Viel Spaß dabei auf unserem virtuellen Rundgang durch die Realschule Heiligkreuz. Unsere knapp 500 Schülerinnen und Schüler werden von ca. 35 Lehrkräften unterrichtet, aber jetzt kommt doch erstmal rein. Dann geht es zunächst mal in eine ganz tolle Einrichtung. Die haben wir Gott sei Dank damals, als die Schule gebaut wurde, Mitte der 70er Jahre, bekommen, nämlich unsere Aula. Hier in der Aula finden die Schulgottesdienste statt oder eben auch sämtliche andere außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie Konzerte oder Theateraufführungen oder eben auch große Infoveranstaltungen. Hier sieht man die Treppen, da sitzt man dann als Zuschauer oder Zuhörer und die Aulafläche wird dann quasi zur Bühne. Jetzt bleiben wir mal einen Moment in der Aula und gehen von dort aus in die verschiedenen Bereiche der Schule. Genau gegenüber vom Eingang der Pausenhof. Der Pausenhof ist hauptsächlich, wie der Name schon sagt, für die Pausen zur Nutzung. Und es gibt hier eine Tischtennisplatte, da kann auch in der Freizeit immer gespielt werden. Wir können jetzt hier mal nach hinten laufen, da könnt ihr ein bisschen ins Freigelände reinschauen. Großes Freigelände, eine schöne Wiese, die uns auch zur Verfügung steht. Da haben wir im Sommer sehr viel Auslauf, nutzen unsere Schüler dann natürlich auch. Und hier ist unser Pausenverkauf-Container. Gleicher Ausgangspunkt, eine Station nach links, dann kommen wir in unsere schöne Mensa. Das ist unsere Mensa, wo Schüler, die im Nachmittagsunterricht verpflichtet sind, auch essen können. Relativ neu ausgestaltet, gibt es erst seit ein paar Jahren. Rechts vom Haupteingang ist untergebracht im Zwischengeschoss die evangelische Religion, ein Kunstraum, ein Informatikraum und die Räume der offenen Ganztagesbetreuung. Da findet zum Beispiel die evangelische Religion drin statt. Ich gehe mal andersrum, dass das vom Lichteinfall ein bisschen günstiger wirkt. Hier sehen wir jetzt schon die Spielgeräte, die die Schüler in der offenen Ganztagesbetreuung auch nutzen können. Das hier ist einer unserer Kunsträume. Hallo! Hallo! Nebenan geht's zum TZ-Raum. Hier wird IT-Unterricht und vor allem dann der Kunstunterricht der Hauptfachkünstler. Wir haben ja Kunst auch als Hauptfach, als Prüfungsfach unterrichtet. Sehr helle Räume, zum Teil mit zwei Fensterfronten. Und diese Räume können vor allem dann mit diesen zwei Haupträumen zusammen für den Nachmittagsunterricht, für die Nachmittagsbetreuung, die offene Ganztagesbetreuung genutzt werden. Das wäre hier dieser Raum mit der Frau Stubenrauch. Hallo. Hallo. Das ist die Chefin der Erzieherinnen, die im Ganztagesbetrieb arbeiten. Wir haben drei Damen, die diesen Service bedienen. Hier sieht man die Arbeitsplätze, aber auch eben die Spielgeräte. Denn die offene Ganztagesbetreuung ist durchgetaktet. Es gibt Arbeitszeiten und eben auch Freizeitzeiten. Hier ist der Nachbarraum. Hier die Sitzkissen, sieht ein bisschen unausgeräumt aus, aber wir haben auch eine Chillzeit in der offenen Ganztagesbetreuung. Wir haben Lesezeiten,
und eben Arbeitszeiten. Wieder zurück in der Aula sehen wir nach links gewendet unseren größten Erdgeschossraum, der Musiksaal. Auch an unserer Schule gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Musik zu machen. Wir haben ein Bläserensemble, ganz viele andere Musikensembles, Saxophonensembles, Gitarristen, Keyboarder, eine Schulband, die Rockmusik macht, eine Musical Company und. Die vergnügen sich alle hier im Erdgeschoss in den Musikräumen. Am großen Musiksaal vorbei geht es erst zu den 7. Klassen, dann zum Tutorenraum und einem weiteren Probenraum. Hier sind wir jetzt im Tutorenraum. Die Tutoren, das sind eine Gruppe von ca. 30 bis 35 ältere Schüler, die sich sehr rührend um unsere Jüngsten kümmern. Wir engagieren uns, kümmern uns um die Jüngsten, wir helfen unseren Neuen, sich in der Schule zurechtzufinden und so weiter. Mannigfache Aufgaben, es gibt auch eine Schulhausrallye, es gibt Kinobesuche, es gibt Ausflüge zu den Eishockeyspielen, die wir dann von den Tutoren organisiert mit den Jüngeren durchführen. Und eine zweite Solidargemeinschaft, das sind unsere Lerntutoren, die geben an jüngere Schüler Nachhilfe. Und dann kommen wir schließlich noch in den bereits angesprochenen zweiten Probenraum. Hier seht ihr ebenfalls Übungsmöglichkeiten für alle unsere Musikensembles. Zahlreiche schuleigene Instrumente stehen hier zur Verfügung. Und hier probt zum Beispiel die Schulband. Wir haben zwei Schulbands, eine Schulband aus jüngeren Schülern und eine aus älteren Schülern, die zusammen mit dem Herrn Schulleiter Joachim Düsing Rockmusik machen. Ausgehend von unserem ursprünglichen Ausgangsort gehen wir jetzt in eine letzte Station, unser Kellergeschoss. Das hier ist jetzt unser Hausmeister, Herr Jenig. Hallo, Herr Jenig. Hallo. Da hat ihr sein Reich, seine Bastelwerkstatt und alles, was man dann so für die Versorgung der Schule braucht. Aber für euch weniger relevant, es sei denn, wenn ihr irgendwelche Flaschen abgeben müsst zum Pfand einkassieren. Interessanter wird es hier bei diesen beiden Räumen. Das sind nämlich unsere Werkräume. Hier der Werkraum 1. Und genau nebenan, etwas größer, der zweite Werkraum. Wichtig ist, dass das für die künstlerischen Arbeiten natürlich ein heller Raum ist, auch wieder mit zwei Fensterfronten. Dann geht es über das L an unserer Schule hinaus zu einem der größten Räume. Das ist hier der sogenannte Filmsaal. Der hat auch nur ein Fenster, für seine Größe relativ dunkel. Aber wir haben hier eine Dolby Surround Anlage drin. Und diese Wand da drüben, die kann als Kinoleinwand ausgestattet werden. Das heißt, der Beamer, der hier oben an der Decke hängt, der projiziert ein Vollbild auf diese gesamte Wandfläche. Und hier können dann zum Beispiel am Schuljahresende auch gern mal Filme angeschaut werden oder Lehrfilme oder YouTube-Filme, die zum Fach passen. Oder es werden eben auch wichtige Prüfungen hier geschrieben, weil dieser Raum für sehr viele Schüler Einzelplätze bieten kann. Von unserem Ausgangspunkt Aula aus geht es dann eine Treppe hoch ins Zwischengeschoss in den naturwissenschaftlichen Trakt. Ihr seht jetzt hier einen unserer Computerräume. Wir haben insgesamt 4 von diesen Computerräumen. Und der gehört mit dem im Keller zum größten. Weiter geht's hier in die Räume der Physik und der Chemie. Erstmal Licht machen. Und seht ihr hier den Lehrsaal Chemie. Das ist dann, wenn ich die Tür aufgekriegt habe, werdet ihr sehen, ziemlich altehrwürdig. So wie man sich das halt in den Jahren von 1970 bis Mitte 80er Jahre vorzustellen hatte. Angeordnet als Hörsaal.
Das wird wohl auch so bleiben von der Anordnung, aber dieser Raum wird komplett entkernt und modernisiert, sodass hier in 2 bis 3 Jahren ganze moderne Ausrüstung und ganz moderne Arbeitsmöglichkeiten herrschen. Von jetzt ab neuer Ausgangspunkt, eine Etage höher. Das erste hier ist das Sekretariat. Normalerweise besetzt 2 Sekretärinnen. Heute ist nur die Frau Förster da. Hallo. Hallo. Nebenan ist das Direktorat. Direktorat für die Schulleitung, für Besprechungen. Hier jetzt mit Konrektorin Barbara Färber und Schulleiter Joachim Düsing. Wir planen gerade organisatorisch den Ablauf des 10-Klass-Unterrichtes ab kommenden Montag. So, in diesem Eck kommen wir dann zum Lehrerzimmer. Das ist auch ein Einblick, der ist ganz selten, weil da natürlich normalerweise niemand rein darf, der nicht zum Kollegium gehört. Aber ihr dürft es jetzt eben mal. Also, unser Lehrerzimmer ist ein sehr großzügig gestalteter Raum mit festen Plätzen für alle Lehrkräfte, einer großen Lehrmittelsammlung und dahinter gibt es noch Computerarbeitsplätze für die Lehrkräfte. Am Lehrerzimmer vorbei kommt man dann auf den Flur der 5. und 6. Klassen. So, da jetzt geht es wieder auf den Flur hinaus. Ihr seht jetzt hier den Flur der 5. und 6. Klassen. Mit dem Klassenzimmer der derzeitigen 5C zum Beispiel. So sieht es aus. Hier haben wir normalerweise auf den Fensterbänken relativ viele Pflanzen, aber die sind jetzt alle bei den Klassenleitern zu Hause, damit sie nicht vertrocknen in dieser unterrichtsfreien Zeit. Wir haben für jede Schülerin und jeden Schüler einen Office-Zugang. Das heißt, jeder kann auch hier an der Schule Projekte am PC bearbeiten, sei es im Klassenraum oder in den IT-Räumen. Und unsere Klassen sind ausgestattet mit WLAN-Zugang und einem großen TV-Bildschirm. Wir haben also keine Projektionen mehr. Viele benutzen auch gar keine Tafel mehr, sondern machen alles über die Dokumentenkamera, die das Bild dann auf den TV überträgt. Hier die hinteren Zimmer der 6. Klassen. Da gibt es auch so Eckzimmer, die über 2 Fensterfronten verfügen. Wenn wir hier jetzt mal rausschauen aus dem Fenster, dann seht ihr das Gelände nach Riedlingen zu. Auch alles schön begrünt, aber das ändert sich dann im nächsten Jahr. Hier kommt nämlich der Neubau der Realschule St. Ursula hin und der kriegt auch dann 2 Kontaktstellen zu unserem bestehenden Gebäude. Einmal hier an der Ecke, dort kommen dann ganz, ganz neue naturwissenschaftliche Räume hin, Biologie, Chemie, Physik. Und hier geht es dann übers L an der Stirnseite an unsere Schule wieder ran, sodass das hier innen dann ein Atrium wird, ein Innenhof. Und die beiden Schulen wachsen räumlich zusammen, bleiben aber verwaltungstechnisch getrennt und 2 eigenständige Schulen mit 2 unterschiedlichen Schulprofilen. Ausgangspunkt wieder 1. Stock vor dem Sekretariat, geht es eine Treppe weiter hoch in den Trakt der 9. und 8. Klassen. Alle Räumlichkeiten sind mit so einem Vorraum ausgestattet. Was man hier so pfeifen hört, das ist der Wind, der über die Ecken weht. Hier jetzt ganz ein spezieller Raum. Da findet nur Französischunterricht statt. Ausgestattet auch mit Fotos von ehemaligen Klassenfahrten. Ich selber bin der Französischlehrer hier in Heiligkreuz und habe mir mal gewünscht, so einen Raum zu haben, den ich ausgestalten kann. Und das durfte ich da jetzt auch tun. Das heißt, so wie unsere Klassen zum Biologieunterricht gehen, so gehen sie eben auch zu mir zum Französischunterricht. Ich habe hier alle meine Materialien.
Und der letzte Trakt, den wir ausgehend von unserer zweiten Ausgangsstelle aus anlaufen, ist der Trakt der 10. Klassen ganz oben. Ja, hier hat sich die Fachschaft Religion ein bisschen austoben dürfen und ihre Ausstellungsgegenstände aufgehängt. Wir sind ja eine christliche Schule und das sieht man auch an allen Ecken und Enden. Das ist für uns natürlich ein sehr wichtiges Thema. Und das ist der Trakt der 9. und 10. Klassen, ebenfalls wieder mit so einem Vorraum. Und wir können gerne mal in so eine 9. oder so eine 10. Klasse reinschauen. Ha, hier habt ihr jetzt mal so einen Raum, wo auch die Pflanzen noch zu Hause sind. Die werden dann dankenswerterweise vom Reinigungspersonal mitgepflegt, solange die Klassen das nicht selber machen können. Und Stichwort Sport. Jetzt gehen wir mal rüber in unsere Sportanlagen, die wir nutzen, zumindest eine davon. Und auch ins Stadion, damit ihr mal sehen könnt, was für einen hohen Stellenwert Sport an unserer Schule hat. Damit ihr die Wege auch mal richtig räumlich einordnen könnt, hier haben wir jetzt unsere Zufahrt. Über die Lindenallee kommt ihr zu unserem Haupteingang, da waren wir vorhin schon. Und von der Neudecker Allee aus gesehen, jetzt hier unsere Nachbarschule, die Fachoberschule, Berufsoberschule, Voss-Boss. Hinter mir der Stauferpark mit den Skateranlagen, links davon ist das Krankenhaus. Und auf der anderen Seite gegenüber unsere große Dreifachsporthalle, die wir für den Sportunterricht im Winterhalbjahr nutzen. Hier sind wir jetzt am Käfig. Der Käfig heißt so, weil er von diesem Metallzaun komplett umgeben ist. Das ist ein Fußballplatz, den wir auch nutzen können. Und genau angrenzend dazu die drei Hartplätze mit der Tartanfläche. Zwei davon sind ausgestattet mit Basketballfeldern. Es gibt eine Mini-Fußballanlage und zwei Handballfelder. Hier stehen die Handballtore schon, drüben auf dem Platz hinten dran stehen die noch nicht. Ihr seht auch hier Weitsprunganlagen. Wir nutzen die und auch die im Stadion für unsere Leichtathletik. So, das ist also nochmal von der Tribüne aus gesehen. Dieses tolle Stauferparkstadion. Ein bisschen schade, dass wir heute keinen Betrieb haben. Das ist immer sehr fröhlich hier beim Sportunterricht. Und hinter mir die große Dreifachsporthalle. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir reinkommen. Würde es mir sehr wünschen, denn auch die ist noch ganz toll in Schuss. Und wir treiben da ganz, ganz gerne drin Sport. So, hat also geklappt. Ich bin reingekommen in die Sporthalle. Die Fußballkinder unter euch oder auch die Handballer, Volleyballer und so weiter, Basketballer, werden es vielleicht kennen aus ihren Vereinsspielen, die hier stattgefunden haben schon mal. Das ist diese wunderschöne, tolle Sporthalle. Dreifachturnhalle, in der im Winterhalbjahr unser Sportunterricht stattfindet. So, jetzt hier nochmal ein Blick von der anderen Seite, von der Innenseite. Vorhin war ich hier oben drüben gegenüber auf der Balustrade gestanden, oberhalb der Tribünen. Und jetzt unten in der Halle selber. Ihr seht auch, dass wir eine ganz, ganz herausragende Ausstattung in unseren Sportmöglichkeiten haben. Alles modernstes Material. Man kann das immer schön erkennen an dem Zustand der Turnmatten und der Sprungkästen. Die sind alle fast nagelneu, toll in Schuss. So, das war jetzt unser virtueller Rundgang durch diese Schule und durch die Sportstätten. Ich hoffe, Sie und liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt jetzt so ein bisschen zumindest den Eindruck bekommen, wie es bei uns an der Schule von der räumlichen Aufteilung ausschaut, wie die Wege sind und so weiter. Und
wenn ihr gerne mal wollt, sobald die Schulen wieder geöffnet haben, auch für die jüngeren Jahrgänge, können wir vielleicht mal einen persönlichen Termin ausmachen. Das würden wir dann aber auf unserer Homepage auch so kommunizieren. Also schaut immer mal wieder drauf, wenn es euch interessiert, selber mal zu kommen. Kein Problem. Ansonsten ist das jetzt dieser Rundgang, den ich euch doch mal habe zeigen wollen. Natürlich hätte der eigentliche Rundgang, der eigentliche Infotag viel, viel länger gedauert und wir hätten euch ganz, ganz viel mehr von dem zeigen wollen, was uns eigentlich ausmacht. Aber wenn es euch interessiert, es gibt hier unten jetzt eingeblendet die Internetadresse unseres Schulflyers. Das Einzige, was da drauf nicht mehr stimmt, ist die alte Telefonnummer. Und dann lest einfach den Flyer einmal ganz durch und dann seht ihr, was wir alles hier in unserer Schule so zu bieten haben, was uns ausmacht. Und wenn ihr weitere Fragen habt, kein Problem, ruft einfach an. Die Telefonnummer ist eingeblendet. Tschüss und hoffentlich bis bald in der Realschule Heiligkreuz in Donauwörth.